Erzähl mal, was hast du mitbekommen, was ist hier passiert? Also, wie Sie sehen, sind wir gerade hier Hagen-Luxburg am Heckenweg. Ich war am Duschen, das hier hinter meinem Haus passiert. Rohr ist geplatzt. Ich war am Duschen, ich habe Fenster aufgemacht, ich habe das auch gehört, so ein Knall kam. Habe ich gesehen, also vom Boden, also von der Wiese ist alles rausgekommen. Bin ich rausgegangen, habe Feuerwehr und alles angerufen. Die sind jetzt auch bereit. Hier sind auch so viele, das ist nicht mehr normal. Also ich hoffe, das geht schnell wie möglich vorbei. Ja. Wie war das dann, als die Feuerwehr kam? Was haben die zuerst gemacht? Die Feuerwehr natürlich, die kommen, machen Fotos. Wie heutzutage jeder. Die machen Fotos, danach gucken die erstmal, was ist los. Die gucken Wasser an, als hätten sie noch nie H2O gesehen. Und man erklärt ihnen das auch. Was gut ist bei denen, die sperren erstmal alles ab, weil die wollen ja auch ihre Arbeit ganz ruhig machen und nicht in Panik, wie jeder andere. Und ja. Hast du mit anderen Leuten gesprochen, die bei dir im Haus wohnen? Haben die das genauso mitbekommen wie du? Die haben das nicht so mitbekommen. Ich bin natürlich zu denen gegangen. Ich habe gesagt, die sollen alle rauskommen. Die drinnen geblieben sind, die waren die haben einfach die Tür nicht aufgemacht, weil die hatten keinen Bock auf mich. Ich habe die Tür auch fast kaputt gemacht. Aber dann bin ich einfach runtergelaufen, weil meine Gesundheit ist sehr wichtig. Also ich wünsche auch keinen so anderen, dass etwas passiert, aber die haben die Tür nicht aufgemacht, deswegen kann man ja nichts machen. Ich habe auch geschrien. Ja. Achso. Bist du damit einverstanden, dass das ins Fernsehen kommt? Natürlich, ich grüße natürlich jeden und ich hoffe, dass ihr uns auch hier versteht. Wir befinden uns hier in Hagen-Luxburg. Das ist echt eine schöne Gegend in Hagen. Also Luxburg ist wie ein Land und sie können auch die Menschen hier aufnehmen. Hier sind auch viele Menschen. Natürlich sind wir...